Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Ich freue mich, euch einen spannenden und ausführlichen Vortrag von Andreas Beutel präsentieren zu können. Wir reden über die heilige Geometrie. Wie kann es anders sein? In Kombination mit dem Menschen und der Gesundheit. Freut euch auf ein spannendes Gespräch und ich wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Hallo Alexander. Ja, ich war so frei und habe mir erlaubt, dich mal einzuladen, auch auf meinen Kanal bzw. in meine Sendung. Ich kenne dich natürlich auch von der Nuviso-Familie und du warst ja auch schon öfters oder bist ja schon Stammgast quasi. Ich war auch beeindruckt bei meiner Recherche, wie lang die Geschichte schon zurückgeht. Und habe auch einiges entdeckt, was super gut hier auf den Kanal in die Sendung passt. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir im ersten Teil mal über die Geometrie, über den Mensch und über die Gesundheit zu sprechen. Ja, gerne. Ich freue mich über die Einladung. Und dann frage ich auch mal gleich so direkt los, was hast du denn für die Zuseher heute so mitgebracht? Naja, jeder Kanal ist ja eigen oder hat sein eigenes Publikum. Also vielleicht kennt mich noch nicht alle. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mal ein kleines bisschen über meinen Weg reden. Und dann habe ich mitgebracht, was also Geometrie ist. Ich habe ein paar Modelle mitgebracht. Und um das so anschaulich wie möglich zu machen und dann den Bezug zum Menschen zu machen. Und gleich vorweg, ihr müsst da keine Angst haben, das ist nicht Schulgeometrie. Also wir werden ganz, 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 ganz wenig Zahlen behandeln, sondern ganz viel bildlich erklären und arbeiten. Und es geht um die Geometrie der Natur, die Geometrie des Menschen. Warum ist der Mensch so gebaut, wie er ist und so weiter. Darüber werden wir, glaube ich, reden. Das wird eine spannende Sendung. Denke ich auch, weil Geometrie verbindet man wohl eher, oder viele Leute erstmal so mit Maschinen und mit Konstruktionen und rechter Winkel und so. Und da vermutet man gar nicht so sehr Menschen. Allerdings, dann sag doch bitte jetzt erstmal so ein paar Sätze zu deiner Person und wie du zu dem gekommen bist, was du überhaupt gerade machst. Also, ich komme aus Dresden, bin hier aufgewachsen und habe Automatisierungstechnik studiert, nur ein Jahr und davor Industrieelektroniker gelernt. Dann bin ich nochmal gewechselt und habe Physik studiert. Da siehst du schon ein bisschen, dass das eher in eine mentale, intellektuelle Richtung gegangen ist erstmal. Und gleichzeitig hatte ich während des Physikstudiums eine Sternwarte und mich also mit Astronomie beschäftigt. Und zu dieser Zeit bin ich dann in Kontakt mit Dronvalo Melchizedek gekommen. Dronvalo ist ein Amerikaner, der das Wissen über die Blume des Lebens wieder bekannt gemacht hat oder überhaupt erstmal bekannt gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, dass das näher an meiner Sprache ist oder an meinem Weltverständnis als die mathematische Sprache der Physik. Und deswegen habe ich damals das Physikstudium abgebrochen und mich selbstständig gemacht. Also das war 1997, 98, 99 in dieser Zeit. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich also mit der sogenannten heiligen Geometrie und den Bezug zum Menschen, gebe das heute in Seminaren weiter, habe Bücher geschrieben, habe DVDs produziert und wie du sagst, bei Nuviso bin ich ganz oft zu Gast oder Neue Horizonte. Es gibt eine ganze Menge Videos von mir und das Wissen erweitert sich immer. Wenn man, wie das so ist, ne, wenn man in einem Thema drin ist und das weiter beackert, taucht man immer mehr ein, die Landschaft erweitert sich und da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und da kommt natürlich auch die Frage zusammen, wer ist der Mensch, was ist der Mensch, warum ist er, wie er ist, wo kommen wir her und so weiter. Ja. Das sind ja ganz fundamentale Fragen. Weil du hast ja hier, nennst es ja wahre Gesundheit oder wir haben die Sendung ja auch mit Gesundheit im Titel. Und wer gesund werden möchte, wer gesund machen möchte, der muss ja irgendein Menschenbild haben. Ja, das ist ganz, ganz fundamental die Frage. Was ist denn der Mensch?
wenn der Mensch nur ein Zufallsprodukt ist, aus chemischen Reaktionen entstanden, dann könnte man jetzt sagen, um etwas zu heilen, können wir nur den Chemiker nehmen, indem wir irgendwie ein paar Pillen einwerfen, oder den Mechaniker, das heißt den Chirurgen, der da ein bisschen dran rumschneidet und ein paar Teile ersetzt oder so. Ja, oder wir verstehen oder erkennen, dass da doch mehr ist zum Menschen oder zum Leben überhaupt. Und dann kommen wir auch vielleicht auf ganz andere Lösungen und Ansätze. Und das ist das, was mich natürlich interessiert. Also was ist der Mensch wirklich? Wo kommen wir her? Und so weiter. Und dass Gesundheit und Geometrie gar nicht so weit voneinander entfernt sind, merkt man vielleicht auch an dem Wort oder dem Begriff, den ich schon mal genannt habe. Das ist die heilige Geometrie. Da steckt das Heilig drin. Und bei Heilig, also bei Geometrie schrecken manche zurück, bei Heilig schrecken manche zurück. Aber Heilig hat jetzt nicht zwingend etwas mit Religion oder Kirche zu tun. Weil heilig im ursprünglichen Sinne kommt von heil, von ganz, gesund, allumfassend. Ja, du gehst zum Heilpraktiker, um wieder heil zu werden, um ganz zu werden. Ja, und heilige Geometrie ist also die allumfassende Geometrie. Nicht die rein mathematische oder mechanische Geometrie, sondern die, die alle Ebenen, könnte man zusammenbringt. Ja, die... In der Philosophie gibt es sogenannte heilige Schriften oder Bücher, die einen großen Tiefgang haben. Und diese Bücher haben oftmals mehrere Ebenen. Da gibt es das Schriftliche, manchmal auch eine Metapher, die da drin ist. Beispiel unsere Märchen. Ja, warum lesen wir uns solche brutalen Märchen durch, wo der Wolf die Großmutter und das Rotkäppchen frisst und am Ende wird der Bauch aufgeschnitten und Steine rein und so weiter. Das darf man eben nicht bildlich nehmen, sondern das ist eine Metapher. Ja, da gibt es nochmal eine Erklärungsebene dahinter, eine Symbolebene und so weiter. Und so ist das mit der heiligen Geometrie. Also da gibt es die Geometrie, das ist der rein mathematische Teil. Und dann gibt es aber eine Bezugsebene dazu, Bezug zum Leben, eine Erklärung, ein Geist, ein Sinn und so weiter. Und die heilige Geometrie bringt das also zusammen. Die trennt das nicht und seziert das, sondern sie bringt es zusammen. Und das ist das, was mich natürlich interessiert hat und fasziniert hat. Eben, dass man zu einem ganzheitlicheren Weltbild kommt, als das, was wir in der Physik haben, wo wir irgendwie Gesetze für das ganz Kleine haben und Gesetze für das ganz Große und sagen, das hat nichts miteinander zu tun, sondern das Zusammenhängende ist viel interessanter. Hast du dann auch irgendwie klassisch damit angefangen, dass du gesagt hast, so, ich schaue mir jetzt mal die Geometrie der Pyramiden an oder ich untersuche irgendwelche Ausgrabungsstätten und gucke, da gibt es da irgendwelche besonderen Zusammenhänge. Bist du dann da über diesen Weg dann irgendwann darauf gekommen, da gibt es auch interessante Zusammenhänge bei Menschen, die sich da ergeben? Wie kam das? Das ist von vornherein sozusagen schon in der Lehre mit drinne. Das Dronvalo hat einen Weg gezeigt, wie aus geometrischer Sicht man sagen kann, wie das Weltall oder wie die Welt als solches geschaffen ist. Da gibt es Zeichnungen und Zeichenschritte und dann gibt es Bezüge schon von vornherein. Ich fange mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Wir könnten ja sagen, bevor irgendetwas ist, haben wir überhaupt keine Struktur. Da ist kein oben, unten, kein links, rechts, kein innen und außen, nur reine Leere. Und auch das Licht gibt es nicht. Sondern alles das wird geschaffen. Muss man vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Im Gegensatz zu unserem normalen Weltbild, was also die drei Dimensionen und die Zeit hat, ja, Raumzeit, also Länge, Breite, Höhe plus die Zeit, sage ich oder wir, dass es noch mindestens eine Ebene höher gibt, das ist die Informationsebene. Die Informationsebene beschreibt, wie kommt etwas in Form? Also die Materie als solches kann zwar sein, aber die muss auch eine Strukturebene dahinter haben und eine Strukturinformation. Und aus meiner Sicht ist also erst die Strukturinformation ausgelegt worden, wie der Bauplan oder die Grundidee, erst dann in die Materie gekommen ist. Ja, so als würden wir heute am Computer den Bauplan entwerfen für eine Maschine oder für ein Haus. Dann ist das auf der Ideenebene.
Und wenn wir dann das zum Baumeister geben, zum Mechaniker, der bringt das dann ins Sein. Ja? Und diese Trennung, könnte man sagen, oder eben, dass es diese Ebene gibt, kann man an ganz vielen Stellen sehen. Das werden wir dann auch im Gespräch noch rausarbeiten. Die ist aber ganz wichtig. Und die heilige Geometrie beschreibt also erstmal, wie ist denn der Bauplan ausgelegt? Und dann gucken wir, wie wir den in der Welt erkennen können. Wir haben ja in der Spiritualität oder Philosophie oftmals diesen Begriff, Satz, dass alles eins ist oder dass es ein Bewusstsein gibt. Man könnte auch sagen, die Frage, wo Bewusstsein überhaupt herkommt, ist ja nicht wirklich geklärt. Man nimmt an, dass es ein Epiphänomen der Materie ist, also dass, wenn Wesen genug komplex ist, sich da vielleicht Bewusstsein entwickelt. Aber vielleicht ist Bewusstsein das allererste, was immer da ist, so ähnlich wie Gravitation, überall da ist und dann sich einfach nur ausdrückt durch einen Menschen, durch ein Tier, durch eine Pflanze oder. Und dieses Bewusstsein also ist überall im Urgrund, in dem Sein, in dem Nichts, in dem Strukturlosen und entscheidet sich dann also, die Welt zu schaffen. Und das Erste, um überhaupt eine Struktur zu erschaffen, ist, dass wir mal ein Grundmaß definieren oder ein Grundraum. Und das machen wir in der Geometrie, indem wir einen Zirkel nehmen und einen Kreis zeichnen. Nur alleine das Kreiszeichnen erschafft schon mal eine Trennebene oder eine Membran und trennt zwischen innen und außen. Und damit alles, was, damit das Gesamt immer noch eins ist, muss alles, was außen ist, auch sich innen widerspiegeln. Das hört sich jetzt vielleicht abstrakt oder banal an, aber das ist ganz fundamental, weil dieses Prinzip, wir haben einen Kreis, der etwas trennt oder etwas definiert, kann man sagen. Alles, was in dem Kreis ist, muss auch das widerspiegeln, was außerhalb des Kreises ist. Der Kreis kann dann verschiedene Formen annehmen. Nehmen wir an, der verformt sich so weit, dass er die Haut meines Körpers ist. Weil ich bin ja ein Stück abgetrenntes Universum. Das heißt aber, dass alles, was außerhalb im Universum existiert, immer auch nochmal eine Widerspiegelung in mir haben muss. Ja, alles, was ich im Außen sehe, gibt's auch in mir. Und das ist ganz, ganz fundamental oder ganz, ganz grundsätzlich. In der Geometrie, von der Zeichnung her, ist es nur ein Kreis mit einem Punkt. Der Punkt ist der Nabel der Welt. Der Zirkel ist die Weltenachse, die aus der geistigen Ebene sozusagen in die Materie runterkommt. Dann erschaffen wir einen Raum. Und im Alten Testament gibt es diesen Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es ist so, am Anfang schuf das Bewusstsein außen und innen, könnte man dazu sagen. Ja, da ist die Grundform. Und das Bild, Kreis mit Punkt in der Mitte, ist sowas wie das Urmandala, Einheit schlechthin dargestellt. Ja, da ist keine Spaltung drin, keine Trennung, nichts. Aber das Bewusstsein entwickelt sich weiter oder möchte das, was da entsteht, erforschen. Und das macht man in der Geometrie mit einfachen Regeln. Und die erste Regel ist, wir gehen zu dem Neugeschaffenen. Also das Bewusstsein sitzt in der Mitte und bewegt sich an die Oberfläche zu dem Kreis. Und tut das, was es schon kann. Wir dürfen in der Geometrie nichts von außen einbringen, sondern das muss sich aus sich selber heraus entwickeln. Heißt für uns also, wir haben gelernt, einen Kreis zu zeichnen, wir haben dieses Urmaß, dann bewegen wir uns an die Oberfläche und zeichnen noch einen Kreis. Und jetzt haben wir zwei Kreise, die sich überlappen. In der Geometrie nennt man dieses Bild entweder den ersten Tag der Schöpfung oder die Fischblase. Also die Linse von den zwei sich überlappenden Kreisen ist die Fischblase. Und ich hatte vorhin gesagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und war leer und der Geist Gottes schwebend über den Wassern. Das wäre der Moment, wo das Bewusstsein sozusagen schwebt und sich an die Oberfläche, an den zweiten Kreis bewegt. Und dann steht da drin im Alten Testament und Gott schied das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist eine Beschreibung dessen, was dort passiert. Nämlich Bewusstsein war erst da und irgendeine Voraktion sozusagen und Licht ist dann später entstanden.
Also Licht ist ein Phänomen, was innerhalb der Welt entstanden ist. Aber wenn ich das Licht habe, habe ich auch gleichzeitig immer den Lichtempfänger dazu. Es gibt von Goethe einen Satz, und wär das Aug nicht sonnenhaft, wie könnten wir die Sonne erblicken? Wär's denn nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Das heißt, wir müssen diesen Aspekt der Sonne in uns haben, damit wir die Sonne auch sehen können. Und das ist das, was ich meinte, also mit der Trennung, mit dem Kreis, ist alles, was im Außen existiert, muss es auch im Innen geben. Ja, und es gibt das Licht außen und das Licht muss es auch in uns geben. Und diese erste Zeichnung von den zwei überlappenden Kreisen hat irgendwas mit dem Licht zu tun. Wenn wir einen Physiker fragen, was ist Licht, würde der sagen, es ist eine elektromagnetische Welle. Ja, da gibt es eine elektrische Komponente, die sich durch den Raum bewegt und eine magnetische, die sich im rechten Winkel dazu bewegt. Man muss noch eine Sache verstehen oder wissen aus der Geometrie. Es gibt zwei Zeichenhilfsmittel. Das eine ist der Zirkel und das andere das Lineal. Das Lineal macht gerade Linien und der Zirkel macht Kreise oder runde Linien. Das heißt, runde Linien entsprechen weiblicher Energie oder weiblicher Qualität und gerade Linien männlicher Energie. Und man kriegt immer dann Informationen, wenn man beides zusammenbringt, also männliches und weibliches. Wenn wir jetzt diese Fischblase anschauen, wir können nicht willkürlich Linien einzeichnen, sondern wir müssen irgendwie einen Bezug haben. Wir haben die beiden Schnittpunkte von den Kreisen und wir haben die beiden Mittelpunkte. Und wenn man die verbindet, einmal von oben nach unten und einmal waagerecht, haben wir so ein Kreuz. Und dieses Kreuz ist genau die Geometrie des Lichtes, also elektrische Komponente und magnetische Komponente im anderen Winkel dazu. Aber das ist der physikalische Teil. Wir können aber auch sagen, wir müssen gar nicht so sehr tief reingehen in die Geometrie des Lichtes, sondern wir schauen uns einfach Lichtempfänger an, um zu verstehen, wie das Licht aufgebaut ist. Wenn du ein Radio hast, dann kannst du an der Frequenz des Radiogerätes ablesen, welchen Sender das Radio gerade empfängt. Ja, der Empfänger muss das, was sendet oder das, was er empfängt, irgendwie darstellen, um damit in Resonanz gehen zu können. Und bei der Geometrie der Fischblase, diese zwei überlappenden Kreise, wir hatten gesagt, wir haben die zwei Punkte oben und die zwei Punkte außen. Jetzt können wir die verbinden mit zwei gleichseitigen Dreiecken. Also einmal von da nach da, ja, und nach da. Geometrische Muster sind immer geschachtelt. Ich muss am Anfang immer ein paar Sätze sozusagen einführen oder ein paar Grundregeln einführen. Das wird dann einfacher, wenn wir die Sprache einmal verstanden haben. Dann kann man mehr Sachen daran erklären. Aber wir haben zwei gleichseitige Dreiecke, die so Rücken an Rücken liegen. Geometrische Muster sind immer geschachtelt. Das heißt, wir haben die zwei gleichseitigen Dreiecke. Im rechten Winkel dazu gibt es wieder zwei gleichseitige Dreiecke. Dann wieder im rechten Winkel zwei gleichseitige Dreiecke, wieder und wieder und wieder. Schauen wir uns an, wie Pflanzen wachsen. Nehmen wir Ahorn, Brennnessel, alle, die so kreuzartig wachsen. Dann hast du zwei Blätter in der einen Achse und im rechten Winkel dazu wieder zwei Blätter. Und dann wieder im rechten Winkel zwei Blätter, wieder. Und die sind immer in der Fischblase kleiner reingeschraubt sozusagen und wachsen wie so eine Antenne dem Licht entgegen oder der Sonne entgegen, um das Licht zu empfangen. Und sie bilden wie den Gegenpol zu dem Licht da draußen. Du siehst schon, man kann bei mir nicht das Äußere von dem Inneren trennen, sondern das ist immer miteinander verbunden. Und ich hatte gesagt, wenn wir das Äußere haben, wenn wir diese Trennebene haben zwischen Außen und Innen und alles, was innen ist, muss auch außen geben, dann habe ich gesagt, die Kugel entspricht letzten Endes auch dem Menschen mit seiner Haut, was unsere Grenze ist. Außen gibt es das Licht, muss es das Licht auch in uns geben. Ist klar, wir haben Lichtempfänger. Wie ist die Geometrie des Lichtempfängers? Eine Fischblase. Und ich kann jetzt geometrisch, wir werden das dann einblenden, ein Bild zeigen, wie die Geometrie des Auges aufgebaut ist, nur aus der Fischblase. Dass sozusagen schon mit dem ersten Schritt das Licht erschaffen wird, das Auge erschaffen wird, die Geometrie des Auges und auch die Geometrie von allen Augen. Also
Fischauge sieht ein bisschen anders aus als Katzenauge oder als ein Insektenauge. Aber die Geometrie ist immer das Gleiche. Und da siehst du schon, also wir haben gar nicht nie reine mathematische Geometrie gemacht bei Drunvalo, sondern immer gleich den Bezug zum Leben gesucht. Und das macht die Geometrie eigentlich erst spannend, weil es eben nicht irgendeine Gedankenspekulation ist, sondern weil es wirklich reingeht ins Eingemachte, ans Leben, an die Grundstrukturen des Lebens und so weiter. Es ist ja auch sehr greifbar, die Geometrie. Ja, man kann sich das gut vorstellen, man sieht es. Genau, ja. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich persönlich Geometrie in der Schule auch am liebsten gemacht, mhm. weil da habe ich sofort gesehen, was da passiert und konnte da auch immer einen ganz guten Bezug erstellen. Und dann kann man sich das auch räumlich sehr gut vorstellen, wenn man dazu, also mir ging es so, vielen anderen Kollegen ging es nicht so. Mhm. Und das ist ja gerade das Beeindruckende, dass du, wie du auch gerade mit den Brennnesseln das erklärt hast, wie das Ganze angepasst ist. Also du hast jetzt ja gerade vor dem Kreis das herausgearbeitet hin zum Innen-Außen, dann hast du einen zweiten Kreis gemacht und damit kannst du schon quasi, hast du schon ein Erklärmodell, wie das Ganze, warum die Brennnessel so angeordnet ist, wie sie angeordnet ist. Mhm, genau, ja. Und da gehst du jetzt weiter und da haben wir jetzt sogar das Auge, das blenden wir dann gerne mal ein. Mhm. Wie geht's da weiter? Naja, wir haben noch gar nicht alle Facetten von der Fischblase sozusagen durchdrungen. Das eine ist, das Auge selber ist ja auch eine Kugel. Und wir haben eine Linse dazwischen, das sind wir wieder bei den zwei überlappenden Kreisen. Der eine Kreis ist die äußere Welt, das andere ist das Auge, wo sich die äußere Welt dann spiegelt. Und auch die Größe von Pupille, von Iris und so weiter ist dann im Auge drin. Und ich hatte gesagt, wenn wir jetzt schon beim Auge sind, eine Regel ist in der Geometrie, dass sich alles immer schachtelt, das Große im Kleinen. Und ich zeige es vielleicht erstmal noch an einem Bild oder an einem Modell, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Aus der Geometrie habe ich hier ein Modell, muss ein bisschen weiter weggehen. Also cool. ein Fünfeck oder eigentlich, also großes Fünfeck. Ja. Und wenn du in das Fünfeck einen Fünfstern einzeichnest, dann findest du in der Mitte von dem Fünfstern wieder ein Fünfeck. Ja. Und in das Fünfeck kann ich einen Fünfstern einzeichnen und da drin finde ich wieder ein Fünfeck. Da könnte ich wieder einen Fünfstern einzeichnen, dann würde ich wieder ein Fünfeck finden. Das heißt, das Große ist in dem Kleinen immer wieder drin. Und das finden wir eben in der Geometrie in allen Mustern. Die Fischblase in der Fischblase oder das Quadrat im Quadrat oder. Ja, und wer sich ein bisschen mit Medizin oder alternativer Medizin beschäftigt, der hat schon mal gesehen oder gehört, dass der Organismus sich abbildet, zum Beispiel im Auge, in der Iris-Diagnose. Dann hast du also den Körper als Ganzes, der sich dann schachtelt und dann finden wir eine Widerspiegelung, so wie das große Fünfeck sich in dem kleinen Fünfeck widerspiegelt, dass sich der ganze Organismus im Auge widerspiegelt. Oder eben in der Hand widerspiegelt. Oder im Ohr widerspiegelt. Oder in der Zunge. Auf der Nase oder was immer du dir auch für Systeme ausdenkst. Ja, man kann auf der Stirn, auf dem Kopf und so weiter alles wiederfinden, weil es eben so oft ineinander geschachtelt ist. Und wir sehen, dass es grundlegende Strukturprinzipien gibt, die dahinter stehen. Ja, und dann kommt man so nach und nach vielleicht zu der Erkenntnis, dass Biologie nicht irgendwie Zufall ist, sondern dass Evolution auch sich nur entwickeln kann auf eben einem Bauplan oder mit einem Ziel im Hintergrund. Und genau darum geht es dann in der Geometrie. Und wenn wir die Fischblase noch ein bisschen weiter angucken, das eine ist ja, wir haben angefangen mit der Einheit und sind aus der Einheit in die Zweiheit gegangen, in dieses Modell mit den zwei Kreisen. Wir könnten auf unsere Sprache lauschen, was so an der Zahl 2 dranhängt. Und da haben wir so ein paar Worte, die sind zweischneidig oder zwielichtig. Zwietracht, Zwist, Zweifel, zweiseitig. Die 2 ist immer so ein bisschen, naja, zweifelhaft. Mhm.
Es gibt die Zweisamkeit, es gibt den Zweig und den Zwilling, aber dann hört es schon auf. Ja, es gibt noch ein paar Worte mit der Zwei mehr, aber die Zwei ist immer so ein bisschen eben polar. Und wir wachsen als Menschen oder letzten Endes jedes Tier wächst auf und beginnt mit einer Kugel, unsere erste Eizelle. Dann teilen wir uns in zwei Zellen, vier Zellen und so weiter. Und das Ganze machen wir in der Gebärmutter. Und solange wir da drin sind, sind wir in einem Gefühl der Einheit. Wir schweben im Wasser, wir sind getragen, schwerelos und gehen aber eben aus der Einheit in die Zweiheit hinaus. Und das tun wir durch ein Tor. Ja, wir müssen ja irgendwie ein Portal durchschreiten. Und das ist schon in der Geometrie angelegt. In dem Moment, wo das Bewusstsein sich nach oben bewegt, den zweiten Kreis erschafft und diese Fischblase entsteht, ist die Fischblase auch das Portal zwischen der einen und der anderen Welt. So wie ich das gerade beschrieben habe, das Auge als Kugel und das Äußere als Kugel und die Überlappung ist die Linse. Und bei Menschen ist das auf der einen Seite Gebärmutter, auf der anderen Seite äußere Welt und die Überlappung ist die Vulva. Und das ist das Tor, durch das wir in die Welt hinausgetreten sind. Das heißt, niemand hätte Mensch werden können oder auf die Welt kommen können, ohne die Geometrie überhaupt zu kennen. Wir müssen die Geometrie kennen, die Grundprinzipien, um Mensch werden zu können. Das ist ganz, ganz tief. Das ist so die tiefste Struktur in uns drin. Und auch da ist es so, die Vulva sieht so aus, die Muskeln da drinnen sind wieder um 90 Grad gedreht, dann wieder um 90 Grad, wieder um 90 Grad. Es ist ineinander geschachtelt. Auch die Worte, die ich ja sage, existieren in meinem Bewusstsein, in einer Kugel sogar. Ja? Und sie müssen durch ein Portal hinaus in die Welt. Und das machen sie durch den Mund. Und wenn du die Geometrie des Mundes anschaust, kommst du wieder bei der Fischblase an. Jetzt wissen wir, Geometrie ist immer geschachtelt. Wir haben jetzt immer nach innen geschachtelt, aber wir können auch nach außen schachteln. Wenn wir hier die Fischblase haben, wissen wir, es muss eine zweite geben, die senkrecht dazu steht. Und wir haben einen Teil der Geometrie des Menschen, des Gesichtes entschlüsselt. Und wenn wir da sind, na, nächste Fischblase, gibt's wieder eine im 90 Grad, die geht dann so hier. Wenn man die Haut wegnimmt, würdest du genau erkennen, warum der Kiefer so ist, wie er ist. Ja? Und wir haben nur zwei Zeichnungen gemacht. Also ein Kreis und noch einen zweiten Kreis. Und dann haben wir noch ein paar Linien reingezeichnet. Aber du siehst, wie tief man mit der Geometrie gehen kann, wie viel Information da drin steckt. Und beginnst vielleicht zu verstehen, dass der Mensch eben viel, viel mehr ist als nur ein reines Zufallsprodukt oder eine chemische Anordnung von Molekülen oder so, sondern dass es Steuerungsebenen dahinter gibt, die das überhaupt erst möglich machen. Man merkt ja auch, wenn man eine Zeichenschule macht mit geometrischen Kreisen und Ziehen, und dann merkt man relativ schnell, ups, alle Anordnungen sind irgendwelchen Regeln unterworfen, um dann einen präzisen Punkt zu finden. Und auch wenn man sich beispielsweise Knochenstrukturen von innen anschaut, dann wirkt das ja auch erstmal, diese Matrix wirkt erstmal so ein bisschen willkürlich, aber auch da hat sich da jemand was bei gedacht. Also wir sind gerade so ein bisschen dabei, wir gehen jetzt gerade vom Riesengroßen, werden wir irgendwo immer kleiner jetzt gerade und nähern uns so dem Menschen und dann, dass diese universellen, heiligen, geometrischen Gesetze auch bei uns wirken. Richtig, genau. Ja, so kann man das sagen. Und wie können wir denn dieses Wirken auch für uns nutzen? Wo siehst du da den Nutzen für uns? Es gibt verschiedene Sachen, wo du das nutzen kannst. Das eine ist die Beschäftigung damit oder das Zeichnen damit macht etwas mit dir. Ja, du merkst plötzlich, oder es öffnet nochmal eine Ebene, wo vielleicht ein Teil von dir anspringt, der sagt, dann ist ja doch nicht alles bloß Zufall. Oder es gibt doch einen höheren Sinn. Ja, plötzlich erweitert sich dein Bild. Es macht also was mit deinem Bewusstsein, die Beschäftigung mit der Geometrie. Man kann sie zur Heilung verwenden. Ein ganz interessantes Phänomen. Ich gebe Zeichenkurse. Und durch das Zeichnen
Am Anfang ist Unruhe im Raum. Dann gebe ich den Leuten einen Zirkel oder sie nehmen mir einen Zirkel und sage, zeichne mal 5 Kreise. Dann zeichnen die 5 Kreise und durch das Zeichnen werden sie still. Weil, so habe ich es halt festgestellt im Laufe der Zeit, die innere Welt, die du in dir hast, projizierst du auch nach außen. Ja, das heißt, wenn das Auge nicht sonnenhaft wäre, könnte man die Sonne nicht sehen. Oder wenn du nicht die Schönheit in dir hättest, könntest du auch die Schönheit draußen nicht sehen. Und du zeichnest einen Kreis und machst dabei aber auch eine Bewegung mit deinem Körper. Also idealerweise macht man heilige Geometrie nicht am Computer. Ja, man nimmt nicht die Maus und sagt Punkt 1, Punkt 2, sondern man nimmt wirklich den Zirkel und zeichnet einen Kreis. Ich zeichne den mit dem Zirkel und da macht meine Hand eine Kreisbewegung, eine ganz kleine. Die Zirkelspitze macht eine Kreisbewegung und ich folge mit den Augen dieser Kreisbewegung. Und all das spiegelt sich in meinem Gehirn wieder. Und nur das Zeichnen von Kreisen führt dazu, dass die Gehirnhälften sich verbinden, dass wir kohärenter werden. Das führt dazu, wir betrachten ein Phänomen der Zahl 2, ne? Polarität, Zweifel, Zwist, Zwietracht. Wir haben 2 Gehirnhälften. Die männliche Seite, die immer alles logisch, strukturiert, analysiert anschaut, und die weibliche, die integriert und verbindet und kreativ ist. Und es gibt zu jedem Erlebnis immer 2 Geschichten. Oder genau genommen 3 Geschichten. Was hat der Körper erlebt? Was hat der Intellekt erlebt? Und was hat die Emotionalebene erlebt? Ja, und wenn ich jetzt zeichne, forciere ich das Gehirn, sich wieder zu vernetzen, die beiden Gehirnhälften zusammenzubringen. Und dann kann auch Heilung entstehen. Weil ganz oft, also auf der seelischen Ebene, haben wir vielleicht irgendwas verstanden. Ja, es war Krieg damals. Ja, meine Mutter war überfordert oder mein Vater oder was auch immer. Aber emotional ist die Trennung, der Schmerz nicht verarbeitet worden. Das hat sich nicht gelöst. Wenn wir beide Sachen wieder zusammenbringen, wenn wir uns erlauben, das wieder zu fühlen, dann kann eine Heilung geschehen. Und da kann also Geometrie alleine schon dienen zum Integrieren, zum Zusammenbringen von beiden Gehirnhälften. Das nächste ist, wenn du weißt, wie die Gesetze des Lebens sind, dann wirst du möglicherweise anfangen, deine Produkte nach diesen Gesetzen zu gestalten. Oder deine Wohnung nach den Gesetzen zu gestalten. Ein ganz fundamentales, worüber wir wahrscheinlich noch reden, ist der goldene Schnitt zum Beispiel. Ein Grundprinzip, das von harmonischen Gesetzmäßigkeiten geprägt ist und im Körper vorkommt, in der Natur vorkommt. Und wenn ich das für mich anwende, habe ich auch wieder mehr Schönheit um mich herum. Und Schönheit führt wieder zu Erheben, also dass es mich erhebt, dass es mich aufbaut, heilt und so weiter. Ja, also Geometrie kannst du an jeder Stelle einbauen. Und vielleicht auch noch dem Körper letzten Endes Heilinformationen geben auf so vielen Ebenen, wie der ursprüngliche Bauplan ist. Wir haben also eine Welt im Moment, die sehr von der Zerrissenheit lebt oder von der Provokation. Und da kann Heilung geschehen, indem eben wieder das Ganze betont wird, das Ganze klar wird, gezeigt wird und die Menschen wieder erkennen, dass es eben viel, viel größer ist, einen viel größeren Bauplan gibt. Was machst du da für dich selber persönlich, um dir die Informationen der Ordnung selber zu geben? Gibt es da irgendwelche Kniffe und Tricks oder spezielle Wasser, die man trinken kann? Ist dein Wasser Quellwasser, ist das verwirbelt oder? Es ist gefiltert. Ich filter mein Wasser, wir haben relativ gutes Wasser in Dresden, aber was wirklich drin ist, weißt du nicht. Deswegen geht es immer noch mal durch den Filter. Für alles andere mache ich nicht so einen großen Aufwand. Das Entscheidende für mich ist, dass ich mein System sauber halte, also mein Bewusstseinssystem. Ich habe zum Beispiel eine Übung mal veröffentlicht als Meditation, die findest du auch auf YouTube, die Herz-Atem-Raum-Übung. Also, dass du Kontakt aufnimmst mit deinem Herzen, das Herz ausdehnst und dann mal dir imaginär vorstellst, du lässt das Herz groß werden wie so eine Kugel und die wird dann so groß, dass sie dich umhüllt.
Da gibt's auch eine Geometrie dazu mit einem bestimmten Maß. Das ist in etwa das, was Leonardo gemalt hat mit dieser Kugel da um den Menschen herum. Ja, und das füllst du einfach aus mit deinem Herzen oder mit der Energie deines Herzens. Wir werden sicher mal eine eigene Sendung übers Herz machen. Und dann ist alles, was außen ist, wird gefiltert durch diese Herzqualität. Das heißt, ich lasse nicht mehr alles rein in mein System. Weil, ja, auch so ein schöner Spruch, Schiffe gehen nicht durch das Wasser unter, weil sie schwimmen ja auch mit dem Wasser. Schiffe gehen unter durch das Wasser, was in das Schiff eindringt. Und du musst aufpassen, was du in dein System reinlässt. Und das kannst du eben durch Bewusstseinsarbeit tun. Also für mich heißt das nach Möglichkeit am Morgen meinen Körper dehnen, strecken, beweglich machen, damit er flexibel bleibt und leitfähig bleibt für kosmische Energie, für das Bewusstsein. Idealerweise gute Nahrung, damit auch die feineren Ebenen sauber bleiben, damit der Körper mit den subtilen Kräften in Kontakt bleiben kann. Und dann meditieren am Morgen, wenn es die Zeit zulässt, eine halbe Stunde. Mhm. Mit dem Herzen verbinden, mit der Essenz verbinden, immer wieder zentrieren. Um eben nicht rauszukommen durch den ganzen Wahnsinn in der Welt oder einfach die Kollegen, die Mitarbeiter, die Verkäufer oder was man so alles am Tag erlebt, sondern sich immer wieder zentrieren. Und das führt dann zu einer Struktur, die viel flexibler ist, mit Stress umzugehen. Und deswegen, du kannst natürlich Geräte kaufen, um jetzt was zu strukturieren. Ja, eine Platte unter dein Wasser zu legen oder in Wirbler an dein Wasserhahn dran machen. Ist alles gut, aber alles, was im Außen, was wir an Maschinen bauen, kann Bewusstsein auch. Und wenn du ein Feld hast mit einer gewissen Stärke, dann bist du selber schon so ein Energiemedaillon. Also du musst nicht das Energiemedaillon kaufen, sondern du bist das schon. Ich nehme die Flasche und dann ziehe ich dieses Glas oder die Flasche in mein Feld rein, dann wird das Wasser schon mal von mir energetisiert. Dann geht das in mich hinein und dann wird es hier drin energetisiert. Ja, das ist schön, energetisiertes Wasser zu trinken, aber ich mache das alles schon von vornherein in meinem Bewusstsein ganz anders. Das ist, macht vieles einfacher und naja, man könnte sagen, vor Angst gestorben ist auch tot. Absolut. Wenn ich im Vertrauen bin, wenn ich im Vertrauen bleibe und lebe in diese Urstruktur, in dieses göttliche System, was hinter allem steht, dann habe ich schon einen großen Stressfaktor aus meinem System rausgenommen. Ja? Mhm. Die Natur könnte eine Bedrohung sein, die Menschen vielleicht oder die Gesellschaft, aber nennen wir es mal Gott oder das Bewusstsein will mir per se nichts Böses. Ja, da kann ich mich schon mal ein Stück zurücklehnen und sagen, oh, das ist ja entspannt, wenn ich das weiß. Und wenn ich mit dem Bewusstsein an die Welt rangehe, kommt die Welt auch anders auf mich zu. Und das ist etwas, was ich durch die Geometrie gelernt habe, was mein Verstand auch irgendwann begriffen hat. Also durch das tiefe Studieren von der Geometrie kriegt eben der Verstand auch Futter, um das zu akzeptieren. Wir sagen nicht, der Verstand ist schlecht, sondern wir holen den mit rein und sagen, komm her, ich zeig's dir. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben ja den Verstand bekommen, um ihn zu verwenden. Nicht, weil er schlecht ist. Ja, manche sagen, man muss den Verstand ausschalten. Sage ich, nee, musst du nicht. Du musst ihn wie jedes Werkzeug nur weise anwenden. Und den nehmen wir mit rein. Dann können wir eben viel besser erkennen, was in der Welt ist. Er wird an die Hand genommen, integrieren und lernt anders zu sehen. Und das alles führt eben zu Heilung, zu Entspannung, zu Gesundheit und so weiter. Hochspannend. Ich freue mich, dass wir jetzt auch schon so im praktischen Teil drin sind. Ich habe mir auch ein paar Fragen noch dazu aufgeschrieben, was du da gerade erzählt hast. Bei dieser Meditation, das Gefühl von diesem Herzen, was ist das genau für ein Gefühl? Ist das Wärme? Ist das Liebe? Wenn du das groß machst, ist das Licht? Vielleicht? Ähm,
Weil für einige zum Beispiel ist ja das Herz, symbolisiert das ja Liebe. Wenn ich das groß mache, bade ich dann quasi in einem Gefühl von Liebe oder bade ich in einem Gefühl von Geborgenheit? Oder ist das für jeden anders? Da sind wir genau bei der Falle des Verstandes. Weil der Verstand, das ist seine Aufgabe, muss man dazu sagen. Das ist nicht schlecht, aber man muss auch wissen, wo man es wieder fallen lässt. Der Verstand analysiert die Welt und strukturiert die Welt und gibt allem einen Namen. Ja, und jetzt können wir sagen, ah, das ist Liebe. Nein, das ist Geborgenheit. Nein, das ist das. Was erstmal in Ordnung ist, aber die Gefahr besteht, dass die Menschen dann nur Worte wiederholen und sagen, Andreas hat gesagt, du musst Geborgenheit fühlen. Also mantrasmäßig da. Mantramäßig, ja. Genau. Und da bist du die ganze Zeit nur im Verstand, ja. im Gedanken. Es geht wirklich um das Fühlen. Mhm. Man könnte sagen, wenn wir fühlen, dann denken wir nicht. Ja, wir haben so ein Grundmantra unserer westlichen Gesellschaft ist von Descartes, ich denke, also bin ich. Und das ist eigentlich ziemlich verheerend, was da in unser Bewusstsein reingetragen ist oder worüber wir uns definieren. Weil jeder, der ehrlich zu sich selber ist, wird doch feststellen, es gibt Momente, wo du bist, ohne dass du denkst. Also beim Sport zum Beispiel, wenn mal völlige Leere ist, du hast dich ausgepowert, du bist in der Natur, oh, herrlich, und dann denkst du nicht, aber du bist. Ja? Das heißt, es gibt den Bewusstseinskern, der kann beobachten und dann kann der Verstand sich einschalten und strukturieren. Ah, das ist das, ah, das ist das und so weiter. Das sozusagen als Vorrede. Wir können Hilfsmittel bauen, woran erkennen wir in unserer Umgangssprache, dass dein Herz aufgeht. Ich mache das gerne, dass ich die Menschen frage, was weißt du, was kennst du, woran erkennst du, dass dein Herz aufgeht? Fällt dir irgendwas ein? Eine gewisse Wärme im Körper, die sich einstellt. Also das geht dann durch den ganzen Körper, die Wärme, eine gewisse Offenheit, Frieden, angenehmes, geborgenes Gefühl. Ne? Mhm. Ja. Wir haben solche Sätze wie, da wird mir warm ums Herz, zum Beispiel. Oder du hast etwas, wo du nicht weißt, was soll ich das sagen, das drückt mir auf dem Herzen. Und dann entscheidest du dich, das auszusprechen, und wenn du das ausgesprochen hast, sagst du hinterher, ach, jetzt wird mir leicht. Mhm. Jetzt wird mein Herz ist wieder leicht. Ja, ich habe mein Herz ausgeschüttet und so weiter. Das sind alles Gefühle, die damit zusammenhängen, was das Herz sozusagen mit uns macht oder wie wir es erkennen, dass es sich regt. Ja. Vielleicht mach mal, um das noch greifbarer zu machen, eine ganz kleine Übung, nämlich du stellst dir mal bitte vor, du wärst in deiner Küche und du bist in der Küche und hast vor dir ein Brett und auf dem Brett liegt eine Zitrone und dann nimmst du die Zitrone und führst die zum Mund und riechst erstmal mit der Nase dran und dann riechst du den Zitronenduft. Legst die Zitrone hin, schneidest sie durch, nimmst die halbe Zitrone und tropfst dir ein bisschen Zitronensaft auf die Zunge. Und legst die Zitrone hin, lässt das Bild wieder verschwinden. Aber normalerweise solltest du jetzt oder die Zuseher Speichelfluss im Mund haben. Obwohl keine Zitrone da war. Wir haben sie in dem Moment mit unserem Bewusstsein hervorgerufen. Und jetzt können wir einerseits sagen, wenn das Herz aufgeht, wird es warm ums Herz. Aber wir können auch etwas nehmen, eine Brücke, damit wir dieses warm ums Herz wieder fühlen können. Manche sind so zu, dass sie gar nicht mehr fühlen können, wie ihr Herz sich öffnet. Die merken die feinsten Unterschiede nicht mehr. Ja, manchmal, man führt ein Gespräch und ich versuche mit einer Geschichte oder mit einer Metapher ein Feld aufzubauen, wo das Herz aufgeht. Und man kann das spüren und ein, zwei andere spüren es auch. Und dann gibt es jemand, der kann das nicht spüren oder nicht aushalten, der macht irgendeinen blöden Witz und zerstört die ganze Atmosphäre, weil er es nicht fühlen kann. Ja? Und das muss man üben. Ah, das ist so subtil.
am Anfang, dass man es halt üben muss. Aber wenn du nicht weißt, was Wärme ist, dann leg doch deine Hand mal auf die Brust. Und du fühlst die Wärme, die unter deiner Hand entsteht. Und wo Wärme ist, dehnen sich die Blutgefäße aus. Wo die Blutgefäße sich ausdehnen, kann das Herz einziehen. Und dann kannst du dir vorstellen, das Herz dehnt sich nach vorne aus. Unter deine Hand. Dann dehnt sich in den Brustraum aus und so weiter. Ja, und wir nehmen das praktisch, dieses Gefühl, und lassen das ausdehnen. Und damit dehnt sich das Herz auch aus. Und wir machen das als geführte Meditation oder als Visualisierung, so ähnlich wie mit der Zitrone. Du siehst, wie das Herz dann in die Arme reinkriecht und so. Und dann fühlst du Wärme und du kannst das natürlich interpretieren als Geborgenheit, als Liebe und. Aber idealerweise tust du es nicht beurteilen, sondern du bleibst in dem Gefühl, in dem Fluss des Herzens drin. Und dieses Gefühl subtil ändert deine Sichtweise auf die Welt. Wenn du ein Mensch, der sehr verhärmt ist, der verbittert ist, das ist ja auch, zeigt sich in den Körpersäften, wenn er verbittert ist. Ja, der ist so, ist ja alles scheiße und der guckt nur böse in die Welt. Und wenn du jetzt das Herz einziehen lässt, ganz subtil ändert sich seine Weltsicht. Ja, der ist dann nicht mehr so, ist alles Mist, sondern, weil die Schönheit, die in mir ist, kann ich auch im Außen sehen. Wenn ich keine Schönheit in mir habe oder sie nicht zulasse, also wenn ich sie nicht rauslasse, also ich deckel die, sondern hat noch ganz viel Wut und sowas in mir, dann kann ich die Schönheit im Außen nicht sehen. Aber wenn ich sie zulasse, dann kann ich sie im Außen auch wieder sehen, weil ich sie in mir fühlen kann. Und wenn ich das Herz einlasse oder einlade in mein System, dann bringt das einen Unterschied in meiner Weltsicht. Und ganz kurz, ich hatte gesagt, wenn wir nicht urteilen, ja, die deutsche Sprache ist manchmal sehr schön präzise, ja. die Vorsilbe Ur ist das Erste und die Urkunde ist die erste Kunde zum Beispiel. Und das Urteil ist das erste Teilen. Das heißt, es gibt aus der Sicht des Herzens oder des höheren Bewusstseins gibt es nur den Moment. Ich kann nichts in der Vergangenheit ändern und ich kann auch nichts in der Zukunft ändern. Ich kann nur im Hier und Jetzt was ändern. Und jedes Mal, wenn ich still werde, komme ich zurück in den Moment, im Hier und Jetzt. Und da ist auch, da gibt's keine Schuld, da gibt's kein Trauern oder irgendwas, sondern es ist nur der Moment. Aber in dem Moment, wo ich urteile, bringe ich mich wieder heraus aus dem Moment. Ich trenne mich von dem, was gerade ist. Ja, und das ist das erste Teilen. Jedes Mal, wenn ich urteile, ist es das erste Teilen. Und jedes Mal, wenn ich aufhöre zu urteilen, gehe ich wieder in die Einheit zurück. Und je länger ich mich mit Meditation, Bewusstsein und mir beschäftige, desto länger oder desto stabiler bleibe ich in der Mitte, ohne rauszugehen, ohne zu urteilen, ohne bitter zu werden, ohne mich zu trennen oder, sondern ganz bei mir zu bleiben. Spannende Ausführung, aber das musste gesagt werden. Ich fand es einen sehr, sehr wichtigen Teil, dass wir im Hier und Jetzt bleiben bei uns. Wie hältst du es denn dann selber mit der Hygiene? Also du beschäftigst dich ja wahrscheinlich zwangsläufig auch ein bisschen mit Weltnachrichten, was so um sich geht. Hast du da für dich ein spezielles strukturiertes System, wo du sagst, ich mache jetzt von 1 bis 3, gebe ich mir, was in der Welt so vor sich geht, ich verarbeite das dann noch eine halbe Stunde und dann bin ich wieder raus. Hast du da irgendwas? Würde ich jedem empfehlen, habe ich aber nicht. Ich selber habe einen Telegram-Kanal. Wer den kennt, weiß, dass da auch Weltnachrichten kommen, dass ich auch Weltnachrichten teile. Einfach aus dem Grunde, weil ich glaube, also die Welt ist so, wie sie ist. Und wir können das Dunkle nicht wegdrücken. Ja. Das ist ein großes Missverständnis in der Spiritualität, in der Esoterik. Ich schaue nur auf das Positive. Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Gerne ausführen, ja. Ja.
Also das kenne ich auch in Teilen meines Weges. Wir haben ja gesagt, ne, Physikstudium, Automatisierungstechnik, Industrieelektroniker, und ich war sehr verkopft gewesen. Das hat bestimmte Gründe aus meiner Kindheit, wo es notwendig war, die Gefühle weitestgehend abzuschalten, damit ich überhaupt überleben kann. Und wenn ich nicht in meine Schatten hineingeguckt hätte, hätte ich meine Schatten nicht integrieren können. Das heißt, nur nach vorne, nur auf das Positive gucken, hat mich nicht weitergebracht. Ich musste auf meine dunklen Stellen gucken. Und ich muss das auch heute noch. Ja, da gibt's noch genug Abgründe. Entscheidend ist, wie ich hinschaue. Also hinschauen mit Bewusstheit, ohne zu urteilen. Einfach nur, ich sehe dich. Oder man könnte auch sagen, wenn wir tief drinnen wissen, es gibt diesen Urgrund, in dem alles eins ist. Und es gibt etwas, was eigentlich bösartig ist, was abgrundart falsch ist. Dann konnte es nur existieren, weil es irgendwo einen Gegenpol gibt, damit die Summe wieder eins ist. Und wir müssen jetzt dieses Dunkle, wir können das Dunkle verurteilen und sagen, du bist böse, du bist schlecht, aber dann schauen wir gar nicht auf diesen anderen Teil. Und wir müssen schauen, was ist der andere Teil? Wir müssen das wieder annehmen, damit es sich integrieren kann oder in irgendeiner Form kommunizieren mit dem Dunklen. Aber es nicht wegdrücken. Das ist ganz wichtig. Ja, und gerade in der heutigen Zeit, ja, baut schöne neue Dörfer auf, Heilungsbiotope und. Aber schaut genau hin, wo sind eure Verstrickungen mit dem alten System und benennt diese Verstrickungen. Die Grundstruktur des Geldsystems ist per se falsch. Da kann ich nicht positiv schauen und sagen, Geld ist nur Energie. Nein, das Geld ist grundsätzlich falsch in der Struktur. Da ist ein Baufehler drin. Wir können darüber diskutieren, ob das mit Absicht passiert ist oder aus Versehen. Ist erstmal egal, aber wir müssen da hinschauen. Ja? Oder wir müssen eben hinschauen, dass unsere Medien nicht objektiv sind. Und wir müssen das benennen. Wir können das nicht einfach wegdrücken. Also das ist ganz, ganz wichtig, das Dunkle auch anzuschauen, anzunehmen und nicht dagegen zu kämpfen. Und oftmals ist es so, nur also durch das Hinschauen löst es sich schon oder verändert sich. Und das ist ganz wichtig, dass wir das Sehen erkennen. Auch etwas, was ich durch Geometrie gesehen habe. Ich muss hinschauen, damit ich das ganze Bild. Du sprichst mir da ehrlich gesagt aus der Seele, das kann ich so offen ehrlich sagen, weil ich führe natürlich auch so Privatgespräche und mit telefoniere mit Leuten, und da ist mir das auch schon öfters begegnet, wie du es erst angerissen hast, von wegen nur das Positive sehen, nur das Gute. Ich möchte mich nur auf das Gute konzentrieren. Das andere interessiert mich gar nicht und ich setze jetzt meinen Fokus aufs Positive. Und das hat sich auch für mich immer ein bisschen so verkehrt angefühlt. So, da fehlt was, oder bist du sicher, dass das wirklich funktioniert? Also das habe ich mir in mir gedacht. Und ich denke, das ist schon mal eine gute Erklärung, was du da gerade abgeliefert hast, auch fürs große Ganze. Ne? Das ist ja, und das haben wir jetzt auch. Also Nachrichten, hast du noch kein strukturiertes System. Du wirkst allerdings sehr strukturiert. Anscheinend kannst du das anders ganz gut verarbeiten. Zum Thema Ernährung, das hattest du auch kurz angerissen. Folgst du da irgendeiner strukturierten Philosophie? Das wird einigen nicht gefallen, aber ich esse. Ja, ich auch. Also, das ist schon zu zweit. Okay. Es gibt die emotionale Komponente, wo es mir natürlich leid tut um das Tier, wo ich aber auch sehe oder gelernt habe, sagen wir mal, ich habe einen Körper, der Fleisch braucht. Darüber kann man diskutieren. Ich habe bis jetzt keine andere Antwort gefunden. Ich habe eine längere Zeit mal ohne Fleisch gelebt, habe aber gemerkt, ich bin schwach. Das braucht dieser Körper. Ich habe jetzt zwei Erklärungsmodelle. Das eine ist Blutgruppe 0, die nach den Büchern, die ich gelesen habe, eine eher, wie sagen, robustere Blutgruppe ist, die ein bisschen robustere Nahrung braucht. Und das andere ist Sternbild Stier, der ist auch ein bisschen irdischer sozusagen. Und
deswegen ist das der Aspekt. Aber ansonsten versuche ich wenig Fleisch natürlich zu essen und dann gesunde Nahrung, lebendige Nahrung, wenig verarbeitetes und, um schon dem Körper so viel wie möglich gutes Material zuzuführen, dass er damit was anfangen kann und nicht so viel Giftstoffe einlagert, sondern eher, also dass die Summe, sagen wir mal, immer so ist, dass mehr ausgeschieden werden kann, als eingelagert wird. Ja, dann kann man auch mal, ich bin kein Freund fester Regeln. Wenn man sagen, wir müssen nur gutes essen und dann muss ich bei der Party irgendwie das schöne, süße, was weiß ich, da liegen lassen, das geht nicht, sondern es darf auch mal was anderes sein, aber in der Summe muss es dann also in Überschuss sein an Positivem. Dazu, wenn ich es unterkriege, fasten nach Möglichkeit einmal im Jahr, um den Körper zu entgiften. Für wie lange fastest du so? Das kommt drauf an. Also ich versuche eine Woche. Es gibt, es gab Zeiten, da musste ich nach 4 Tagen abbrechen, weil es gerade nicht ging. Meist bin ich gut drinne. Also der Körper, wenn der im Fastenmodus ist, ist der bekömmlich. Dann kann ich es gerne auch auf 2 Wochen verlängern. Das oder auch 3 Wochen. Das ist immer ganz schön. Also ich sehe dann sofort, wie der Körper reagiert, wie er wieder ein paar Polster abbaut und so, ein paar Lagerstellen, die er dann doch hat. Und so. Das du machst dann ein Wasserfasten oder hast du da ein spezielles Fastensystem? Suppe. Also erstmal Darm entleeren und dann einmal am Tag oder am Tag Gemüsebrühe und einmal am Tag ein bisschen Saft und ansonsten Wasser trinken, damit der Körper spülen kann. Ja, das ist so ein bisschen jetzt lernen wir den Andreas auch mal so ein bisschen anders kennen, ja. Aber ich finde es unheimlich spannend, weil jeder hat ja da auch so sein eigenes entwickelt. Hier auf dem Kanal gibt es auch schon Interviews zum Thema Ernährung grundsätzlich mit der Dr. Michaela Dahne. Die spricht auch das Thema vegan, vegetarisch, Fleisch explizit an. Es sind Interviews geplant zum Thema Ernährung, wo wir auch nochmal speziell auf Fleisch eingehen und Veganismus und Vegetarismus. Das werden wir auch nochmal beleuchten von verschiedenen Seiten her. Also nur mal so vorab schon mal zur Vorankündigung. Und dann hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, wenn du dann sagst, ich hole dann das gefilterte Wasser sozusagen in mein Feld hinein. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein Bild von der Aura? Jetzt kommt wieder der Verstand, ja. Ist das ein Bild wie eine Aura? Wie würdest du das, hat das was mit der Bearbeitung vom Wasser zu tun, von dem japanischen Forscher, der dann eben Wasser mit Informationen versetzt hat? Wie siehst du das? Vielleicht nochmal grundsätzlich zu dem, was ich vorhin mal über Informationsfeld gesagt habe oder überhaupt Feldstrukturen. Wir haben ja so ein Bild, der Raum ist so, wie er ist. Und dann gibt's hier den Menschen und der Mensch endet hier an meiner Haut. Ja, da ist nicht mehr. Aber jeder von uns hat eine Ausstrahlung. Also wir können zum Beispiel Auraschichten messen. Da gibt's eine, die ist so 1 Zentimeter, dann gibt's 10 Zentimeter eine und dann gibt's nochmal ein größeres Ei und Leonardo-Kugel. Und wir arbeiten teilweise in Seminaren mit Feldern, die 40 Meter Durchmesser ungefähr haben. Wie werden die gemessen? Goethe hat gesagt, der Mensch ist das feinste Messinstrument überhaupt. Mhm. Also ganz, ganz simpel, du nimmst 10 Leute. Sagst, die sollen die Hände reiben, dass sie mal sensibler werden. Ja, und dann nimmt man die Hände mit ein bisschen Abstand und bewegt sie ganz langsam zusammen und achtet auf Empfindungen. Kribbeln, Zug, Druck, irgend sowas. Und die meisten haben dann bei 20 Zentimeter sowas wie ein Polster. Und man kann auch sagen, wenn du das Gefühl hast, da ist was, dann geh wieder auseinander und probier es, ob es beim nächsten Mal nochmal da ist. Aha, ist da. Und das ist so wie 2 Magnete, die man irgendwie abstößt. Dann kann man da drüber gehen, dann gibt's noch mal hier so, dann kommt plötzlich eine Anziehung oder so. Und wenn du das bei 10 Leuten machst, ohne denen zu erklären, was sie fühlen sollen, sondern einfach nur bewegt mal die Hände und beschreibt dann, was ihr fühlt,
dann beschreiben alle fast das Gleiche. Wie ist das, wenn zwei unterschiedliche Leute dann auch das reiben und dann zwei verschiedene Personen mit ihren Händen aufeinander zugehen? Das habe ich so noch nicht probiert, beziehungsweise würde ich das mal außen vor lassen. Ja. Erstmal probieren wir es bei uns selber. Okay. Einfach nur, dass, weil du fragst, wie messen wir? Mhm. Da sehen wir ja, es gibt Leute, die sagen, ich traue nur dem, was mein Messgerät misst. Aber letzten Endes sind wir ja selber ein Messgerät. Absolut. Wir haben unsere Augen, sind Messgeräte. Wir haben unsere Hände, das sind Messgeräte. Und wir dürfen wieder unseren eigenen Sinnen vertrauen. Das ist ein Entspliehen unserer Gesellschaft, uns das auszutreiben, dieses Vertrauen in uns selber. Ja? Du kannst ja dann selber experimentieren mit diesen Feldern. Aber was ich sagen wollte, also wir haben diese Ausstrahlung. Ja? Und es gibt Leute, nehmen wir an, du bist auf Arbeit, der Chef ist bestellt die Sekretärin zu sich hinein. Du hörst nur hinter der Tür, dass es irgendwie laut ist. Ja? Dann geht die Tür auf, die Sekretärin kommt raus und läuft an dir vorbei. Und du kannst das fühlen, was die für eine Aura gerade hat. Die ist stinksauer, die kocht. Ja, und das kannst du jetzt nicht physikalisch mit dem Körper alleine bestimmen, sondern da gibt's eine Ausstrahlung und die strahlt eben 5 Meter oder so um sie herum. Ja? Oder früher bei den normalen Glühbirnen, bevor es diesen Elektrokram gab, also den hier Energiesparlampen oder LED-Kram, du bist wütend und gehst zum Lichtschalter und schaltest den ein und puff, knallt die Birne durch. Umgedreht gibt es auch Menschen, man steht zusammen, unterhält sich, Tür geht auf und dann tritt ein Mensch in den Raum rein und dann sagt man, jetzt geht die Sonne auf. Oder man hat das Gefühl, die Sonne geht auf. Ja? Das gibt es auch, dass also dann plötzlich die Ausstrahlung harmonisierend ist um uns herum. Und da müssen wir uns erstmal nicht so viel Gedanken machen, was es für Felder sind, was die für Strukturen haben. Man könnte sagen, so vielleicht Quantenphysik, ja, es gibt ganz viele Zufallsprozesse, die ständig um uns herum passieren, aber mit einer harmonischen Aura schiebe ich die Zufälle ein bisschen über das zufällige Niveau hinaus in die positive Richtung und mit einer zersetzenden Aura schiebe ich die Zufälle eben in den destruktiven Bereich rein. Ja, und so ist es also, wenn ich ein Feld habe, was sich da aufgebaut hat, was harmonisch ist, was liebevoll ist, dann sind alle Zufallsprozesse, die um mich herum passieren, werden harmonisch strukturierter. Ja. Vielleicht zum Wasserbeispiel noch. Wo ist meine Wasserflasche? Ja. Es gibt im Meeresboden gibt es Sediment, was sich abgesetzt hat. Und man konnte diese Schichten, die da liegen, untersuchen und untersuchen, welche magnetische Ausrichtung diese Teilchen hatten. Ja, die haben sich gesetzt und beim Fallen haben sie sich ausgerichtet nach dem Magnetfeld und dann lagen sie. Mhm. Dann hat sich das Magnetfeld umgekehrt, dann lagen die Teilchen ein bisschen anders. Die beweglichen Teile strukturieren sich immer nach dem Feld, was um sie herum ist. Wenn du eine Grundsteinlegung hast, also wir bauen jetzt nach den alten Gesetzen der Architektur ein harmonisches Haus, wo der Grundstein mit der Balustrade, mit den Figuren an dem Haus, wo das alles eins ist. Und beim Grundsteinlegungsritual wird der Stein gelegt und dann kommen die Handwerker und hauen dreimal mit dem Hammer drauf und sagen, was der Sinn dieses Hauses ist. Wenn er mit dem Hammer draufhaut, geraten die Atome in Unruhe. Und wenn er jetzt sagt, dies sei ein Haus des Friedens, idealerweise haben alle das Gefühl von Frieden und die Teilchen, die Atome in diesem Stein geraten in Unruhe, setzen sich aber dann plötzlich mit dem Gefühl des Friedens und halten diese Struktur des Friedens. Dann kannst du noch Liebe und was weiß ich noch reingeben. Ja, und dann bleibt das strukturiert in dem Stein drinnen. Es gibt berühmte Diamanten, da haben sie wahrscheinlich den Diamantschleifer schlecht bezahlt. Ja, der hat den geschliffen und, oh, dieser Schweine. Hat da ganz viel Wut reingelegt,
Und dieser Diamant, der sah physisch schön aus, aber er hat all seinen Trägern nur Unglück gebracht, weil die Information, die der Schleifer hatte, eingeprägt worden ist in den Kristall. Ja, und in dem Moment, wo ich das Wasser hier nehme, das bewegt sich ja schon, dass ich es in der Hand habe. Dann ist das jetzt alle Teilchen in Bewegung, in meinem Feld drinne, aber sie strukturieren sich durch mein ausgestrahltes Feld, Liebe, Harmonie, Gesundheit und so weiter. Ja, und dann trinke ich das und dann plätschert das nochmal über meine Zunge, da kriegen sie nochmal Informationen. Also zum Wohl. Ich hoffe, das ist eine Glasflasche. Nein, das ist eine BP. BPA-free. Also ja, genau. Ja, das mit dem Wasser, das ist ja nochmal eine Wissenschaft für sich. Und dass im regulären Leitungswasser höchstwahrscheinlich einiges an Medikamenten drin ist, an Hormonen und Stoffen, die gar nicht gemessen werden, irgendwelche Dünger und so weiter. Ja, da brauchen wir Weichmacher und Blei und was man so alles hat. Richtig, ja. Richtig. Und deswegen, ist ein Riesenthema. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon den ersten Teil ganz gut bearbeitet. Und ich würde dann gleich gerne mit dir im zweiten Teil fortfahren. Gibt es noch irgendetwas, was du jetzt ergänzen wollen würdest, oder sollen wir das mit in den zweiten Teil nehmen? Na, wir sind ja jetzt eigentlich von der Geometrie schon ziemlich weit rübergegangen. Dann würde ich sagen, vielen Dank schon mal für den ersten Teil und für die spannenden Einblicke auch in deine Strukturen. Und ich freue mich gleich auf die Fortsetzung.